Hallo, herzlich willkommen wieder mal zum Beach House Talk. Heute mit einer Frau, die ich so lange schon kenne, aber eigentlich gar nicht kenne. Imke Wein ist bei uns zu Gast. Wir haben vorhin schon ein bisschen geredet. Eine bombentolle Frau. Wir werden gleich noch mehr erfahren. Ola und ich sind ein bisschen vorbereitet. Ola noch etwas mehr mit Expertise. Und ich frage einfach dazwischen und freue mich, dass wir so einen tollen Sylter Gast haben. Danke. Ja, und das ist eine tolle Mischung, dass du dich nicht vorbereitest und ich immer ein bisschen. Genau. Ansonsten machen wir das hier ziemlich spontan. Die liebe Imke kommt eigentlich aus Münster, Westfalen. So ist das. Aus einem ziemlich gutbürgerlichen Haushalt. Absolut. Und was ich spannend fand, war, ich hatte mich ja so ein bisschen vorbereitet, ist, dass deine Eltern immer auf Reisen waren und dich allein gelassen haben. Bist du ein wohlstandsvernachlässigtes Kind? Würde man vielleicht heute, ja, könnte man den Stempel geben. Es war so ein bisschen so, dass ich das Letzte, die Kleine bin in der Familie und meine Eltern hatten nicht mehr so richtig Lust. Also wenn ich meine Schwester höre, die ist 10 Jahre älter als ich, dann denke ich, die ist echt woanders groß geworden. Also bei mir war das völlig freilastend und solange die Schulnoten irgendwie super waren und das habe ich irgendwie immer nebenbei gemacht, war alles möglich. Und insofern habe ich so vom eigenen Empfinden gedacht, mit 12, ich bin jetzt, glaube ich, erwachsen und hatte dann auch eine entsprechend wilde Jugend. So eine wilde Jugend im Münsterland. Gab es da sowas wie Punks? Gab es da, wie bei uns, auch so ein paar Ökos? Ich gehörte zur Öko-Fraktion übrigens. Punk kam später. Total. Und Popper? Oh Gott, die habe ich ja immer gehasst. Ja, das war die das ich war auch mal Popper. Du warst mal Popper. Ja, alles mitgemacht. Punk, Popper, du bist alles. Bist doch viel zu jung. Ja, so ein Spätpopper. So mit Polohemdchen und... Na, nee, so nicht. Aber so wie hieß denn der eine? Ich komme nicht mehr auf den Namen. Da gab es so ein Vorbild. Vielleicht von Spandau Ballet oder so, der Liedsänger. Das war so Gold haben die gesungen. Ja, meist verwechsel ich auch Popper. Vielleicht war ich das waren die Jungs. Ja, doch. Nee, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, doch. Und die dann immer so und immer so in der Schule, Herr Lehrer, ich weiß was. Nee, ja, das war ich so definitiv nicht. Also dann vielleicht eher nur optisch. Das Lustige war ja in den 80er Jahren, dass man dann so anfing, dass das eigentlich auch nur noch modische Attitüde war, ja, und die Haltung dahinter so ein bisschen so zurückfiel. Ne? Also und bei uns in der Klasse war das so, dass ich, mein Freund Dominik, das war der erste Punk Münsters, und ich habe ihm den ersten Irokesenschnitt auch geschnitten. Nein. Und er wurde dann am nächsten Tag noch nach Hause geschickt. Also es war wirklich großes Drama und Skandal an der Schule. Und bei meiner Mutti war das dann so, ich habe die auch immer alle mit nach Hause gebracht und so. Und Mutter Inge hat dann die Hosen genäht. Sag mal, Junge, was hast du denn da für ein Loch in der Hose? Soll ich den jetzt mal? Absicht. So, und das warst war du denn auch schön. Punkig unterwegs? Hast du auch so eine Frise gehabt? Oder war das eher bei dir die Haltung? Ich habe irgendwie, das ist bis heute auch so, ich gehe immer gerne in alle Gruppen so rein. Je radikaler, desto besser. Bin aber auch froh, wenn ich mich da wieder rausziehen kann. So bei Themen auch, ne? Ein Tag knietief in ein Thema, ja, und immer so. Und das ist auch, das wird dann leider irgendwann durch den Beruf dann auch irgendwie zu so einer Sucht fast, ne? Dass man das ganz schwer hat, in einer festen Gruppe oder in so einem Verein von irgendwas Mitglied zu werden. Aber ich glaube, das ist sehr bereichernd, was du gerade sagst, und das stelle ich mit Ulla auch so fest. Wir haben uns ja auch so gefunden, weil wir beide, glaube ich, und das stelle ich mal, und du auch, so viele Sprachen sprechen können. Und ich liebe das, wenn man überall so ein bisschen... Also du meinst jetzt nicht im Sinne von Spanisch und Englisch? Nein, und das nicht, aber man kann in Milieus eintauchen, ja, und ich liebe das. Und deswegen habe ich auch diesen Job mir ausgesucht, weil ich bin auch nicht so irgendwie, dass ich fest und jetzt immer nur Schnitzel oder so, sondern ich mag es bunt und überall probieren und überall mal mitkamellen, ohne aber auch, und das habe ich auch an meinem Job so geliebt, dass ich immer auf der anderen Seite vom Tresen stand. Also ich war immer so dabei, aber ich gehörte nicht so richtig dazu. Das ist ja eigentlich so eine journalistische Grundtugend. Ja, genau. Also dass man sich mit keiner Sache gemein macht, wie Hans-Joachim Friedrichs immer gesagt hat. Auch wenn es eine gute Sache ist, sich nicht gemein zu machen. Und dem zugrunde liegt ja auch eine natürliche Neugierde, glaube ich. Genau. Das ist alles als Impuls, ne? Finde ich, ja, diese Spannung jedes Mal wieder. Und das geht mir bis heute so, ob ich einen Feuerwehrhauptmann interviewe oder irgendwie einen Vorstandsvorsitzenden von Hasse nicht gesehen, ist immer, es ist so spannend, in Leben einzutauchen und dann nachher daraus auch eine Essenz zu finden, die dann alle irgendwie bereichert. So, das ist eigentlich mein größter Spaß. Wir trinken mal was. Ja, was haben wir denn? Italien Rosé, Fonte Sopa, Apois. Bitte. Apois. Apois. Was heißt denn das eigentlich? Keine Ahnung. Hast du denn da richtig Ahnung von jetzt mit der Weintraube? Naja, so ein bisschen habe ich mir das angeeignet. Schön, ne? Aber wir machen immer das, was schmeckt, das schmeckt. Und also wir sind da relativ pragmatisch. Ich hätte ja was draus machen können, ne? Mit dem Eben, Namen. Ja. Sag mal, Imke, wieso bist du eigentlich auf Sylt? Und seit wann? Ganz lange eigentlich, würde ich sagen, fast das ganze Erwachsenenleben.
Und ich kann auch sagen, dass ich in meinem Leben noch keinen Sommer nicht auf Sylt verbracht habe, weil meine Familie immer in Rantum Urlaub gemacht hat. Also damals machte man ja wirklich 3-4 Wochen ja. Sommerfrische. Genau. Morgens die Kinder raus an den Strand und das bietet sich in Rantum an. Wir wohnten am Watt und die Kinder alle morgens raus, abends wieder rein. Dann gab es ein Mittag- oder ein Abendessen und dann ging es so weiter. Ganz einfache Art, Ferien zu machen. Ich habe das geliebt. Aber Freiheit, ne? Ja. Und ich habe damals schon immer gesagt, wenn ich dann noch abends alleine mal an den Strand gegangen bin, hier will ich mal wohnen, wenn ich groß bin. Ja, und das habe ich dann auch irgendwie gemacht. Und seit wann ist das jetzt so? Seit wann wohnst du hier? Also 86 habe ich Abi gemacht und da habe ich angefangen, Strandgymnastik in Rantum zu geben am Strand. Okay. Bin ich jetzt wieder zurückgekehrt, witzigerweise, zu dem Job. Und dann habe ich dadurch mein Studium finanziert und war im Winter immer in Madrid in der Zeit. Also das war eigentlich eine richtig coole Zeit. Da habe ich studiert in Madrid und hier gearbeitet im Sommer. Und in Madrid, ne, hast du mit dem jetzigen König Felipe, so heißt er, glaube ich, spanischer König, gemeinsam Seminare besucht. Ihr kennt euch. Ich habe den Morgen gemacht. Und der sieht auch gut aus. Ne? Verdammt. Ja. Der kam immer so rein als letzter natürlich in die Seminarräume und hat dann so 4 Bodyguards, die so verkleidet waren als Studenten mit so einer Mappe unterm Arm. Aber es war immer so, der tat mir so leid und der hätte so Spaß gehabt, halt mehr Austausch zu finden. Das ging immer nur in den Pausen zwischen den Seminaren. Und da habe ich natürlich lange gedacht, er hat keine Frau, weil er eigentlich noch verliebt ist in diese blonde Studentin aus dem Norden. Und dann war Letizia plötzlich an seiner Seite und da wusste ich, nee, ist doch ein anderes Beuteschema. Ja, und die ist ja auch so dünn. Ja, eben. Ja, und also so. Mittlerweile. Ne? Was habt ihr für Seminare da zusammen gemacht? Was war das? Internationales Recht. Ach, sowas kannst du auch. Das kann ich auch. Haben wir gemacht, ja, das war ganz spannend. Mhm. Sehr gut. Aber witzig, also es war auch nicht so, dass ich wusste, erst Felipe ist da drin, also gehe ich in das Seminar. Nee. Saß da schon, also es ging um er kam deine Idee. Ja, genau, es war umgekehrt. Oder wegen des Professors, können wir auch annehmen, der war super. Aber seitdem bist du heimliche Monarchistin, zumindest in Bezug auf das spanische Königshaus. Voll, voll. Und da kann ich mich auch leider trotz aller anderer Haltung nicht von abbringen lassen. Ich finde die spanische Monarchie großartig. Nur wegen Felipe, ne? Weil er einfach so ein Schnuckelchen ist. Nobler Typ. Und lange habe ich das auch von seinem Vater gedacht. Oh Gott. Der hat ja wirklich die spanische Demokratie so ein bisschen gerettet. Es gab ja so einen Putsch Anfang der 80er Jahre. Hat er sich da ja hingestellt und eine Fernsehansprache gemacht, durch die das wirklich alles gekippt ist. Und lange habe ich auch hohe Stücke auf Juan Carlos gehalten, aber dann hat er sich leider selber. Aber das ist ja im Leben manchmal auch so, ne? Dann stolpert man über diverse Steine. Du bist auch über diverse Steine gestolpert, um das mal so locker aufzunehmen. Ja? In Bezug auf Männer, du hast 3-mal geheiratet, 2-mal war doof und das letzte Mal war toll. Genau, das erste Mal war ich nicht so verheiratet, das sollte so werden irgendwie. Das war der Matthias Krämer, der Gründer des Meerkabaretts und der hatte früher die fliegenden Bauten. Ja, ja, kenne ich noch. Und da war ich sehr verliebt und er auch und dann war ich dann auch schwanger und habe dann aber festgestellt, passiert. Ich wollte nicht so gerne doch mich festbinden und lieber nur das Kind und so war das dann so. Das war Matthias und dann kam der Schwenk ins Ordnungsfach, dann war ich mit Erik Ibsen vom Ordnungsamt. Mhm. Muss man ja auch mal kennengelernt haben. Ach, da ne? sind wir wieder bei diesen vielen Sprachen, die wir alle sprechen. Ja, ich habe da gedacht, jetzt werden wir mal anständig. So. Mein Vater war Beamter ich habe es immer aufrichtig versucht und das ging aber auch nicht so richtig. Und dann traf ich halt den Zirkusdirektor, den ich schon lange Jahre kannte und habe immer gedacht, was für ein arroganter Kerl eigentlich so. Also weil der der war von Haus aus Anthroposoph, also ein Waldorfmensch und die sind tatsächlich in ihrer Attitüde erstmal sehr distanziert und stand voll für sein Werk, halt für diesen Zirkus. Mhm. Hat mich natürlich begeistert immer, aber so das mit der Liebe kam dann auf einmal aus einer ganz anderen Ecke und ganz plötzlich und ja, das war meine große Liebe. Das war deine große Liebe, die tragisch enden musste leider, weil dein Mann verstorben ist. Ja. 2016 war das. Genau. Und du hast ja 3 Kinder gehabt. Ein Zirkus, mit dem man nicht reich wird. Definitiv nicht. Der Inselzirkus ist ja berühmt hier. Und leider auch nicht mehr da. Dazu kommen wir vielleicht später. Wie hast du denn deine Trauer hingekriegt? Mit 3 Kindern, Mann weg, Knete ist jetzt auch nicht so doll gewesen. Da kriegt man doch Schnappatmung, oder? Ja, oder es ist einfach auch dann so ein großer Berg, wirklich, der davor eigentlich, dass man auch gar nicht anders kann, als den abzubauen. Also ich glaube, ich bin wirklich hochresilient insgesamt im Leben. Und ich habe das dann einfach nur gesehen, du musst es jetzt bestmöglich einfach hinbekommen, für die Kinder vor allen Dingen.
Und dann war das irgendwie so, dass dadurch Trauer einfach sich verschiebt. Und eigentlich denke ich manchmal jetzt, dass ich mehr trauere, als ich das vor 7 Jahren konnte. Also musstest du das aufschieben, einfach ja, um zu überleben? Voll. Also dieses Ding von, man liegt im Bett und hat die Decke über dem Kopf und heult, das gab es gar nicht, konnte es gar nicht geben. Ich musste von Tag 1, also ich habe ja auch die Rede gehalten auf der Trauerfeier von Martin. Das war so typisch Martin, der immer so gesagt, uns immer an die Grenze geschickt hat, dessen, was so möglich war. Und dann habe ich immer gedacht, bevor das jemand anders blöd macht, mache ich das lieber selber. Und dann kommt man auch gar nicht so dazu, weißt du, über all das nachzudenken. Und so war das halt eigentlich während seiner Krankheit, darüber hinaus und bis vor kurzem, dass man immer so in so einem Modus war, dass es gar nicht ging, da mal wirklich drüber nachzudenken. So. Und auch zu fühlen eigentlich, ne? Und jetzt ist das so ein bisschen so, dass ich denke, wenn man mit so einem Mann mal solche Dinge gemacht hat, wie wir beide, dann muss man auch gar nicht mehr antreten in Bezug auf Romantik und Liebe, weil das war einfach perfekt. Also das war so perfekt, dass du jetzt sagst, du bist, glaube ich, 6-7 Jahre jünger als ich. Für dich ist das Thema gegessen. Naja, also erstmal denkt man natürlich so ganz, wie das früher auch immer war, irgendwann ist es dann wieder so, man verliebt sich ganz dolle, aber in der Tat habe ich da ein bisschen drauf gewartet und geguckt und das hat sich nicht eingestellt und jetzt gucke ich mir das nur noch von außen an und finde es wunderbar. Wir warten es ab. Ja. Ja, sag mal, Imke, Ulla hat eben davon geredet, was du alles für Zeitschriften betreust oder was. Was ist das genau, was du jetzt einen Job hier auf Sylt machst? Du hast mir gerade eben von einem Freund erzählt, dem du da auch beratend zur Seite gestanden hast, als der sich hier neu gefunden hat. Erzähl mal ein bisschen, das interessiert mich auch, weil ich habe gesagt, ich kenne dich so lange, aber eigentlich kenne ich dich gar nicht. Was ist da los? Was machst du? Was ist dein Bauchladen? Wie stehst du auf? Wie startest du in den Tag? Was machst du da? Also heute zum Beispiel bin ich aufgestanden und habe eine Stunde Yoga an der Sturmhaube unten am Kampenstrand gegeben. Ich sage mal, das ist meine Lieblingsarbeitsstunde in der Woche. Dann, wenn ich mich nachher dann so im Spiegel denke, so sieht eine glückliche Frau aus. Aber es ist vielleicht auch nur, weil es so exklusiv diese eine Stunde in der Woche ist. So, ne? Aber eigentlich bin ich nach wie vor Journalistin. Also ich versuche auch diese Magazine, die ich zum Beispiel Pro Kampen, sagt dir was, ne? Das Magazin von Kampen. Also das mache ich redaktionell komplett und versehe das mit allem, was dazugehört und bin da Chefredakteurin in Anführungsstrichen. Okay, und solche Projekte, die so auf der Schiene sind, natürlich auch Marketing und Werbung zu sein und trotzdem journalistischen Anspruch haben. So, das ist so mein Spezialgebiet. Du hast auch ein sehr schönes Buch geschrieben oder veröffentlicht, sagen wir so, oder wahrscheinlich auch geschrieben, über 24 Persönlichkeiten aus Kampen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil dort richtige Kampner zu Wort kommen. Das ist ja der halbe Ort. Ja, ich weiß. Also das Kriterium war nur, sie mussten über 65 sein. Also. Da waren in der Tat dann nachher nur noch irgendwie ein paar Menschen einfach auch tief traurig, dass sie nicht, das hat mir dann fast ein bisschen lang nicht stattgefunden. Hättest du noch 2 mehr genommen, hättest du alle gehabt, so, ne? Bitte, mehr oder weniger. Ja, tatsächlich. Also, und das war einfach eine große Freude, wenn man so Geschichte und Chronik nochmal ganz anders gedacht hat, nämlich durch die Leben von diesen Persönlichkeiten. Ne? Und das war im Prozess auch unglaublich bereichernd und schön einfach. So, das mache ich für Wenning steht jetzt auch gerade. Aber ich gehe nicht die ganze Insel durch, weil dann kann ich gleich hinterher in die Kiste springen. Und da hast du ein Buch geschrieben. Ja, wie genau. Heißt das? Das heißt Mensch Kampen. Mensch Kampen. Ja. Alles klar. Und das gibt's. So, das gibt es jetzt. Kannst du, jo bitte. Das jo, kann bitte. Anderthalb Jahren oder so. Geh mal in die Bordebuchhandlung. Icon schreibst du auch. Das ist ja eine Zeitung innerhalb des Springer Verlags. Bei der Welt erscheint das. Ich lese das immer online, weil ich alles nur noch online lese. Das sind ja hochinteressante Geschichten, die da teilweise. Inga Griese ist da, glaube ich, Chefredakteurin. Genau. Und was schreibst du denn dafür? Sind das auch unterschiedliche Themen oder nur Sylter Themen? Also, das ist ja eigentlich so ein Modebereich, der jetzt so mit mir so gar nicht auch so ganz hundertprozentig übereingeht. Ja, aber eben, das ist so der Spaß daran letztendlich auch. Ne? Und für Sylt darf ich dann aber auch irgendwie Sylter Themen vorschlagen. Also sagen wir mal, ein Porträt von Angelo Schmidt zum Thema Strandkultur. Und ich meine, da ist er ja sozusagen die fleischgewordene Strandkultur. Ja. Das ist der Mann von Kiki, die
das Inselkind Ding gemacht. Klar. Und der hat eine Surfschule und ist Aktivist und macht Skulpturen aus Strandgut. Und hat, noch mal einladen. Ja, unbedingt. Ja. Tai hat mich vorgestern nach Hause gefahren. Der Sohn. Da gab's hier ein Wein. Ja. Ach, wie schön. Ganz, ganz nette Familie. Ja, total. Habt ihr nicht auch mit der Eichen, fällt mir gerade ein, über den feinen Kerlsbuster, der vorne Security macht? Die habt ihr doch auch so. Ja, Spaß bei der Arbeit, genau. Der Security. Hi, der Kerl bei Wempe. Ach, den der hat ich eine Doppelseite in der Icon gehabt. Das fand ich so toll. Ich bin mit der Inga Griese, die kenne ich auch ganz gut. Habe ich gesagt, finde ich so toll, dass ihr das gemacht habt. Feiner Kerl. Was zu erzählen. Ja. Also, ja. Ne? Ja, klar. Mhm. Hier wird ja viel ausgeraubt und so weiter. Ja. Ne? Naja, gut, ich glaube, dass er nicht da jetzt so latent ganz viel zu. Aber er ist, weißt du, wichtig, so als bewegtes Monument. Ja, und mitten er hat ja einen ganzen Tag nur die Hand oben, weil er jeden kennt, der vorbeifährt und Moin sagt. Ja, dann geht er ins Pony. Genau, und macht weiter. Ja, wirklich. Berufung halt. Ganz, und oder? Ganz früher war er bei Herr Manni im Grand Plage. Ja. An der Bar. Genau, an der Bar nämlich. Ja, genau. Ja, jetzt wisst ihr also, was es alles hier so gibt auf der Insel und welche Persönlichkeiten es gibt. Du gehörst auf jeden Fall dazu. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich möchte gerne nochmal alles zusammenbringen, was ich so kann, glaube ich. Und mir schwebt nochmal vor, Kinder- und Jugendprojekt zu machen, in modernerer Prägung, vielleicht nicht Thema Zirkus, aber wo Show und Entertainment eine Rolle spielt, aber auch für Jugendliche all die anderen Dinge, die man braucht, um eine Show auf die Bühne zu bringen. Technik und Kostüme und so. Und dass man da nochmal ein Projekt auflegt, wirklich für unsere Jugendlichen hier und möglicherweise auch kursmäßig für Badegäste, wie ich immer liebevoll sage, und deren Kinder. Wenn du da Unterstützung, ja genau, sagen. Da sind wir doch na, dabei. Unterstützen oder mitmachen? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, ich werde jetzt nochmal das Konzept, das ist in mir so, ich brauche jetzt diese beiden Projekte, die ich die nochmal abschließe, die ich gerade habe, und dann schreibe ich das Konzept runter und dann setze ich euch mal beide in Kenntnis. In CC, ja, sagt zusammen. Man ja. In CC. Ne? Keine Blöd. Ist das auch so blöd mit in CC? Ach, voll. Also auch dieses, wenn du heutzutage sitzt einer da am Rechner und einer da und man redet nicht mehr, sondern man schreibt sich eine E-Mail. Dann mach mich fertig. Ja, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja? Ja? Ich freue mich auf das Projekt. Ich bin mir sicher, dass du das hinkriegst, wie du alles in deinem Leben irgendwie gewuppt kriegst. Ich bewundere dich sehr dafür. Oh, danke. Ja, das finde ich wirklich toll. Und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, hier zu sein und mit uns ein bisschen zu plaudern. Und ich habe jetzt auch sehr über einige Persönlichkeiten hier auf der Insel was gelernt. Vielen Dank dafür. Danke. Und Imke Wein. Ich freue mich sehr, wirklich nochmal ganz herzlich, dass wir uns endlich mal richtig kennengelernt haben. Oder? Und von mir aus funzt das und wir können gerne öfter mal einen Wein trinken. Imke, ich freue mich sehr. Ulla. Cheers. Vielen Dank. Und Cheers. Jetzt abschalten. Habe ich gerade gestern was gelesen.